Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal PlayTiger. Heute schauen wir uns mal den Vierer CLF V2 von Pixel an, oder Zepp. Er wollte einfach mal den Vierer CLF von High Innovates ein bisschen besser machen, realistischer machen, und jetzt schauen wir uns in diesem Video mal an, ob das gelungen ist. Erstmal, was hören wir? Der Sound wurde geändert, er macht jetzt so so ein bisschen, hört man ja. Genau, hört man ja. Sollte ihr gerade hören eigentlich. Und ich weiß jetzt nicht genau, ich habe noch nie so richtig auf den Sound geachtet bei Seilbahn. Ich vermute mal, er wird so ziemlich richtig stimmen. Ich frage mich aber, warum H Innovate so einen anderen Sound hat. Zum Vergleich. Hier der Vergleich. Leise und durchgehende. Aber das ist, glaube ich, eher sogar bei. Das hört sich so ein bisschen, also bei dem High Innovates hört sich so ein bisschen an wie bei den Schlepplüften. Aber gut. Fangen wir erstmal hier an. Der hat den Teppich bearbeitet, einfach so matt und grau. Sieht nicht so realistisch aus. Auch diese Stufe hier vorne. Ey, es leckert bei mir extrem. Und ich denke, das brauche ich nicht so krass. Ja, dann haben wir hier, wie man sieht, jetzt Holzschranken. Endlich. Ist natürlich nicht die beste Textur, aber viel besser als vorher. Ja, ist eigentlich sehr realistisch gestaltet. Und gehen wir hier durch. So, jetzt. Jetzt kommen wir eigentlich schon wieder zum nächsten Highlight. Die Sessel. Dafür machen wir gerade mal den Lift langsamer. Und stoppen den jetzt. Nämlich, erstmal, wenn wir hier jetzt Sitz hochklappen drücken, dann kann man hier hochklappen. Das klappt nur auf der Seite hier und nicht auf der hier. Wenn ich hier was mache, kommt hier nichts. Und auch nur hier an der Seite, so da. Und ja, kann man trotzdem noch draufsetzen. Das ist ein bisschen komisch. Ja. Aber ansonsten, ist auf dem Spiel so, kann man, denke ich mal, nicht ändern. Dann die Sessel von hinten auch noch anders aus. Die hatten ja bei dem. Die hatten ja bei dem von High Innovates hier immer diese Abtrennungen eindeutige, und die sind halt hier nicht da. Genau, machen wir mal wieder an. Fangen wir mal außen an mit der Steuerung. Euch ist hier aufgefallen, hier ist der Nothalt, also hier so eingerundet. Auch der Antwort tut natürlich auch anders an, ne? Ja, alles wird hier anders an. Dann hat er hier, glaube ich, nicht so viel verändert. Ne, ich glaube, hat er gar nicht mehr verändert hier. Dann haben wir hier ein dieses Steuerpulting gestellt bekommen, damit wir hier einiges einstellen können. Zum Beispiel die Automatik hier. Nee, zu. Okay, Automatik hier an. Und dann kann man hier einiges noch einstellen. So ist es ja auch in Realität. Dann haben wir hier noch einen Nothaltknopf. Genau, haben wir noch. Ne, das ist nur eine Open Bergstation. So. Hier ist nur der eine. Das ist halt. Ich glaube, ich den neuen kenne ich noch nicht, aber oft ist auch noch hier irgendwie einer, weil die ja hier einsteigen helfen, dann schnell nur halt drücken. Ja, hier drin ist nix. Jetzt nochmal Raum wieder. Und jetzt kommen wir in die Steuerzentrale. Die hat sich ein bisschen verändert. Ja, hier hat sich ganz schön verändert. Quittierende Systemkabel zu und halt hier wieder die Umrandung. Aber ansonsten hat sich eigentlich gar nichts geändert. Also Geschwindigkeiten zeigen und so weiter gibt es ja leider immer noch nicht. Aber, tada! Es gibt jetzt hier auch ein weiteres Steuerpult, wie uns alle gewünscht haben. Leider mit nicht mehr eingeschafften als das andere. Also, das ist auch etwas schwieriger zu programmieren. Ich denke, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt geht, aber wenigstens haben wir jetzt so ein Steuerpult, funktioniert auch, also wenn wir jetzt mal gerade einen Nothalt machen möchten, voilà, geht auch schnell, das ist eigentlich alles super. Ja, ich habe die Strecke jetzt gebaut, das ist alles ganz gut, hier oben nur kurz noch zu zeigen, hier oben ist kein Motor, er ist ruhig, weil das ist natürlich absolut realistisches Geräusch, und manchmal, wenn ich hier drauf fahre, macht es auch so Klack, und das ist, ja, sehr schön gemacht. Gerade leider nicht, aber ja. Das gerade war es da. Genau, hier ist der andere Nothaltknopf. Und hier drin haben die auch noch, hat der die anderen Schränke rausgemacht. Ansonsten auch, ja, nicht besonders viel, aber hat die Schränke halt einfach rausgemacht. Braucht man ja auch nicht. Jetzt kommen wir mal zu meiner Kritik an der Bahn. Es ist gar nicht so viel, außer dass teilweise die Texturen nicht ganz so hochwertig sind, genauso wie hier hinten. Das hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können. Aber das ist immer Nebensache. Gehen wir mal hier drauf. So, wenn ich jetzt nämlich einmal in die auf die Nummer 2 drücke, gehen wir mal hier hoch. So. Perfekt.
dann ist die Bedienung, wie ich mich drehe, etwas sehr verwirrend. Ich weiß nicht, was da los ist, aber ich drehe mich, ich gehe einfach mit der Maus straight nach rechts. Und das passiert. Ich mache gar nichts, ne? Also ich mache halt nur diese eine Richtung. Also nur nach rechts, jetzt nach links. Und das ist genau gerade. Und nicht in irgendeiner Kreisbewegung. Man kommt den nach vorne oder in die andere Seite, aber irgendwie mit invertierten irgendwelchen Bewegungen, nicht invertierten Bewegungen, ganz komischen Bewegungen hier, aber es ist halt nicht die normale Bewegung. Ich kann jetzt immer zeigen, wenn ich das gleiche bei der anderen Bahn mache. Dazu gehe ich jetzt wieder hier rüber. Jetzt gehe ich auf die 2 und jetzt mache ich das noch das gleiche hier wieder. Und hier dreht er sich gerade. Jetzt wieder links. Hier geht alles normal. Jetzt wieder nach rechts. Alles normal. Nach links. Alles normal. Und das ist halt sehr komisch. Ich finde, das sollte am besten noch gefixt werden, weil es halt schon ein bisschen nervig ist, wenn man in der Bahn drin ist. Aber ansonsten finde ich, das ist ein sehr gutes Remake von der Bahn. Weil ich immer noch realistischer mache. Es gibt, wie gesagt, diese paar Bugs, aber ich denke, die lassen sich leicht fixen und diese kleinen Design, nicht ganz hochwertigen Designs oder ist ja nicht schlimm. Darüber kommt man echt hinweg, wenn man einfach eine realistische Bahn hat. Genau. Und der Download-Link ist natürlich wieder in der Beschreibung verlinkt. Und dann lade ich auf jeden Fall mal. Ihr baut für die Public Beta und ja, der Lüft ist gut. Wünsche ich euch immer, macht immer, liebe Modder, macht bitte immer weiter Lüfte. Lüfte ist das Beste im WHS. Das war's dann mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert mich doch und auf die Glocke. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und bis dann. Ciao.